Servus und willkommen zurück, heute Abend hier bei Little Big Adventure im Haus des Astronomen. Wir haben in der letzten Folge erfahren, wie unser weiterer Plan aussieht. Also, wir haben etwas über die Legende in Erfahrung zu bringen. Dazu brauchen wir Zugang zum Archiv in der Bibliothek. Und dazu möchte der Hasi besseres Wasser. Also, auf zum Wasserturm. Ich starte jetzt einfach auch einen neuen Versuch, was die Musiklautstärke angeht. Wahrscheinlich ist sie jetzt zu leise, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr hörbar. Wir werden es wissen, wir werden es sehen. Mal schauen, was wir hier noch alles einsammeln können. Oh ja, sehr gut. Das bringt uns schon wieder etwas weiter. Wo kommen wir denn da jetzt raus? Ah ja. Dann würde ich mal sagen, das ist der Deko da, Super Deko, den die Dame da abgelenkt hat, die jetzt wieder da unten steht. So, und oh Mann. Runter da. So. Jetzt ziehen wir da mal aus dem Gröbsten raus. Schau mal rein, da ist ein Stall, soweit ich mich erinnern kann. Genau. Ohne zu viel spoilern zu wollen, wir werden später noch mit Pferden sprechen können, aber momentan noch nicht. Oh Mann. So. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob uns die gute Dame hier noch etwas sagen möchte. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Unsere Tagline hat sich jetzt mittlerweile geändert von Ich suche meine Freundin auf zu Die Legende. Mein armer Freund, ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ich muss Ihnen etwas sagen. Es ist schrecklich. Meine beste Freundin Beatrice ist in Steven verliebt. Nun, der Paul, Stevens Halbbruder, hat Cindy verlassen, als Linda nach ihrem Schlittenunfall aus der Klinik kam. Aber nicht wegen Linda, sondern wegen Tatjana. Bloß Serge, der heimlich Steven bewundert, versucht seit Monaten Tatjana zu erobern, die sich weigert, mit Christi zu sprechen, seitdem diese tot ist. Ja. Währenddessen hat Stephanie, die wieder geheiratet hat, diesmal mit Serge, den von Paulina hinterlassenen Brief gefunden, in dem sie erklärt, wo sich das von Roy vergessene Kleeblattkästchen befindet. Jetzt fragt sich natürlich Beatrice, ob Linda über den Unfall Bescheid weiß. Folgen Sie mir? Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Gehen Sie zu Beatrice und sagen Sie ihr, dass Julia Sie schickt. Sie wird Ihnen das besser als ich erklären. Sie wohnt am Rande der Altstadt in einem Haus am Meer in der Klumpfußstraße. Die Klumpfußstraße, ja. Also, die gute Dame hier, Julia, ist ein bisschen ein Fernsehjunkie, wie man vielleicht unschwer merkt. Aber sie hat ihnen einen Hinweis gegeben auf ein Kleeblattkästchen. So. Mano. Und jetzt feuern uns die da. So. Genau, wir haben jetzt da wieder irgendwie hinzukommen. Diesen Typen haben wir, glaube ich, mir kommt vor, den habe ich immer weggebounced. Aber wenn wir deinen Kampf umgehen können, dann machen wir das natürlich. Da ist übrigens ein, könnte man glauben, ein Spielplatz, ist aber ein Trainingsplatz. Und wenn ich mich richtig erinnere, genau hier ist ein kleines Wägelchen, mit dem wir losdüsen können. Hallo? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Zum Hafen von Beluga. Aber ich würde gerne
Ich möchte nicht sofort los. Moment, jetzt schauen wir mal. Hauptinsel. Hafen von Belogen. Naja, okay, gut. Fahren wir mal zum Hafen von Belogen. Wo willst du hin? Zum Hafen von Beloga. Dafür das Benzin, das wir gekauft haben. Cutscene. So, jetzt düsen wir mal zum Hafen von Beloga. So, hoffentlich, hier ist es glaube ich ein bisschen friedlicher und nicht ganz so tödlich. Dieser Herr. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Kenn ich nicht. Wohin Sie auch gehen, kommen Sie schnell wieder. Man erwartet bald die Rückkehr eines einsamen Seefahrers. Der wird sein Boot verkaufen. Das ist ein dezenter Hinweis darauf, dass wir uns ein Boot kaufen sollen und auch können, denn dann können wir kostenfrei herumreisen, was das Ganze um einiges einfacher machen wird. Schauen wir noch, was haben wir denn hier? Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Okay, da ist jetzt einmal nichts außer dieses Haus. Der Hafen von Beloga. Gut, Satz mit X, das war wohl nix. Aber war doch nicht dann noch der Typ, der uns helfen kann beim Fahren? Genau, er bringt uns nämlich, er ist dieser Freund des Astronomen, der uns dann wohin bringt, wo wir hinwollen, aber jetzt noch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich zum Wasserturm und in die Klumpfußstraße. Zum Militärcamp. Zum Militärcamp. Oh, Militärcamp, Verzeihung. So, also. Da oben ist auch einer. Ich kann mich erinnern, den einmal weggebounced zu haben. Oh Mann, das ist schon wirklich schwierig. Jetzt haben wir wieder keine Magie mehr. Ah, oh, der Ball. So, der ist weg. Naja, das war ja recht einträglich. Das ist ja schon mal gut. Da ist jetzt wieder der Hasi-Klon. Ich weiß nicht, ob ich es mit dem aufnehmen möchte. Und können wir hier vorbei? Ja, könnten wir. Nein, können wir nicht. Bringt uns gar nichts.
Ja. Das war jetzt weniger erfolgreich. Wo geht's denn hier hin? Da wollen wir nicht hin. Wo geht's denn hier hin? Da ist die Klumpfußstraße. Oh Mann. Wie gesagt, es ist eigentlich relativ blind, bis auf ein paar Fetzen. Klumpfußstraße, Hauptinsel. Sehr gut. Dann glaube ich, weiß ich jetzt endlich, wie wir zum Wasserturm kommen. Ist da nichts drinnen? Oh, Magie. Energie wäre aber auch gut. Das ist die Freundin Beatrice, die uns etwas zum Kleeblattkästchen sagen kann. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Guten Tag, junger Quetsch. Guten Tag. Julia hat mir viel von Ihnen erzählt. So, Sie kennen Julia. Das ist ein nettes Mädchen. Sie sieht ein bisschen zu viel fern. Definitiv. Aber an ihrer Geschichte ist schon etwas dran. Jemand hat ein Kleeblattkästchen auf der kleinen Insel vor meinem Haus vergessen. Das Wasser ist für ein Boot nicht tief genug. Deshalb müsste man fliegen können, da die Brücke eingestürzt ist. Ja, das mit dem Fliegen können, das merkt man uns. Guten Tag. Nein. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Guten Tag, junger Quetsch. Julia hat mir viel von Ihnen erzählt. So, Sie kennen Julia. Das ist ein nettes Mädchen. Dann hören wir es uns einfach nochmal an. Aber an ihrer Geschichte ist schon etwas dran. Jemand hat ein Kleeblattkästchen auf der kleinen Insel vor meinem Haus vergessen. Das Wasser ist für ein Boot nicht tief genug. Deshalb müsste man fliegen können, da die Brücke eingestürzt ist. Und was ist da jetzt rausgefallen? Nix, okay. Aber wie gesagt, das mit dem Fliegen, das sollten wir uns merken, wird später noch relevant werden. Wir räumen jetzt einmal die alte aus. Ich würde gerne einmal einen Cheat versuchen, wenn ihr erlaubt. Okay, kein Cheat, hat nicht funktioniert. Ich hätte irgendwie gehofft, dass ich durch Neuladen mehr Energie bekomme, aber das Spiel ist ja nicht doof, ne? Hier ist eine Ruine und da steigt einer aus dem Motorrad aus und geht pissen. Wo willst du hin? Wir wollen zum Wasserturm. Wasserturm. Dort am Wasserturm werden wir jetzt zusammen mit dem Himbeersirup und dem Wasser mal ein bisschen für Partystimmung sorgen. Zumindest das, was die darunter verstehen. Sehr gut. Energie und alles Mögliche. Einfach her damit. Was war da noch? Nichts mehr, okay. Annonce Nummer 358G. Ein Häftling namens Twinson ist aus der Zitadelle entflohen. Das Jeder, wissen wir auch der schon. Ihn sieht, soll es dem nächsten Klonen melden. Ja, also wir werden gesucht. Wir sind quasi der Staatsfeind Nummer 1. Das ist der Turm. Wasseraufbereitungsdienst der Hauptinsel. Baden verboten. Genau. Und da wollen wir jetzt mal hin. Ah, können wir da eigentlich? Naja, besser als nix. Ah. Besser als nix. Und rein damit, mit uns.
So, was haben wir denn hier noch alles? Nämlich, genau, ein Herz. Oh ja, das ist gut. Noch ein Herz. Und ein Kleeblatt. Rock'n'Roll. Jetzt haben wir drei. Wieso haben wir drei? Egal, nicht fragen. Froh sein. War da noch was? Genau, zwei Fässer. Oh ja. Trinkwasserdienst der Hauptinsel. Nichts in die Zisterne werfen. Natürlich nicht. Was machen wir jetzt wohl? Das... Tada! Gut, jetzt haben wir das Wasser. Sieht irgendwie komisch aus. Umgefärbt, himbeerfarben, um genau zu sein. Ist lustig, dass so ein kleines Fläschchen für eine ganze Insel reicht, aber bitte, da wollen wir jetzt nicht so kritisch sein. Und wir gehen gleich nochmal runter. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, können wir da, genau, unsere... Kriege ich da immer Kleeblätter? Ist ja heavy. Kann mich gar nicht mehr erinnern, aber das mit den Herzen, da kann ich mich dunkel erinnern, dass es immer wieder mal so Orte gibt, wo man etwas auftanken kann. Gut, Energie ist voll. Dann düsen wir wieder. So, sehr gut. Dann haben wir es hier erledigt. Energie ist wieder voll, Kleeblätter voll. Ausgezeichnet. Ui, Moment. Warten. Sehr gut, wie gesagt. Kohle kann man immer brauchen, vor allem bis wir den Katamaran haben, denn der kostet, was ich mir erinnern kann, 200. Wo willst du hin? Zur Klumpfußstraße. Zur Klumpfußstraße. Sehr gut, jetzt düsen wir da vorbei, denn da ist jetzt hier... Ja, aber jetzt... Hallo! Jetzt reicht's dann. Jetzt glaube ich's dann. Ja, genau. Ach, da... Ah, da ist er schon. So viel zu unserer tollen Energie. So, jetzt aber du. Immer noch. Energie ist aus. Ich will da wissen. Ah, seht ihr das? Da ist ein Pilz drinnen. Und die Pilzen bewegen sich manchmal. Ganz tolle Sache. So, das war's. Bam, Energie, okay. Und was haben wir jetzt da? Ein Kleeblatt, das wir jetzt nicht brauchen. Und die Energie ist fast wieder weg. Ja, so schnell kann es gehen. Wie dem auch sei. Wie komme ich jetzt nochmal zur Bar?
Nein, ich sollte nochmal mit dem Hasi sprechen. Achso, na Blödsinn, das ist wieder andere. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Niemand kann sich daran erinnern. Das ist alles Quatsch. Erinnere? Grammatikgenie. Machst nur du jetzt das Tor gar nicht mehr auf, oder wie ist denn das? Oder ist es jetzt offen? Ah, es ist offen, okay. Gut. Gut, 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 gut. Liebe, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für diese Episode. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch das nächste Mal wieder ein hier bei Little Big Adventure. Servus und bis bald.